Nachdem Farid Bang alle möglichen Rapper gedisst hat, ist er nun bereit, alles zu löschen, wenn dieser Rapper offiziell bestätigt, dass er bei TK Maxx gearbeitet hat. Sollte er das Ultimatum annehmen, werden die Songs auf dem neuesten Album gelöscht. Ab jetzt tickt die Uhr. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Völlig überraschend und ohne es Monate vorher anzukündigen, haut der Banger sein neuestes Album raus und erreicht Millionen von Klicks. In den 12 Songs wurden ohne Ende Rapper gedisst. Besonders Bushido und Shindy werden gnadenlos aussortiert. Sie bekommen den Hass von Farid Bang zu spüren. Erstaunlicherweise bleibt Bösemann unversehrt. Dafür aber bekommt es sein Signing komplett ab. Berobas hat ab jetzt ein heftiges Problem mit Farid Bang. Nicht nur der Rapper wird gedisst, auch der gesamte Familienstammbaum, seine Behinderung und seine Musik. Nun aber könnte Farid Bang zurückrudern. Allerdings müsste der Rapper zugeben, dass er bei TK Maxx für 1500 Euro im Monat gearbeitet hat. Dann wäre Farid bereit, einen Kompromiss zu machen. Ob der böse Soundrapper damit einverstanden ist? Interessant ist, woher Farid diese Info hat. Immerhin nutzt er all das, um ihn zu erniedrigen. Ich lösche alle Disses, ich mache alles weg. Wenn du auf deine Eltern schwörst, dass du nicht Kaufhausdetektiv bei TK Maxx warst, du Hurensohn. Du warst Kaufhausdetektiv bei TK Maxx und du legst dich hier mit mir an. Du Hurensohn bist Kaufhausdetektiv bei TK Maxx gewesen und gibst dich hier als Gangster aus. So Farida, ab jetzt bist du für alles schuld, was ab jetzt passieren wird, dass du Bescheid weißt.